Hallo meine Lieben. Ja, seit ganz, ganz langer Zeit war ich endlich mal wieder im Action und habe mal ein paar Sachen eingekauft. Und ich dachte mir, ich zeige euch gerade mal, was ich da so gekauft habe. Einfach aus alter Gewohnheit, weil ich es ja früher auch immer gemacht habe. Wahrscheinlich wird für euch nichts Neues dabei sein. Ihr kennt das wahrscheinlich schon alles aus anderen Action-Videos. Ja, vielleicht das eine oder andere, aber auch nicht. Okay, also es ist ein ganz gemischter Einkauf und ja, ich zeige euch mal, was ich besorgt habe. Das erste voll unspektakulär für die Küche, ein paar Pizzateller mit diesen Löchern drin, weil davon der Teig angeblich knuspriger werden soll. Ist auch ganz gut einmal so eine Gebrauchsanweisung dabei, wie man es machen soll. Die dürfen nicht in den Geschirrspüler. Naja, dass man kein Messer drauf verwendet, das war mir klar, weil die ja beschichtet sind. Ich werde sie einfach mal ausprobieren und mal gucken, ob der Teig dann wirklich knuspriger wird. So. Dann habe ich ja einige Sachen gekauft, die gar nicht für mich gedacht sind, sondern zum Teil für Freunde oder von meiner Freundin. Die Tochter wird bald eingeschult und dafür habe ich auch ein paar Sachen besorgt. Als erstes mal hier so ein Art Sketchbook, also wo man dann so Skizzen sich reinmalen kann. Das Papier ist auch also A3 und ist ein relativ stabiles Papier und es fühlt sich auch ganz schön an. Also es ist echt, man merkt zwar ein bisschen Struktur, aber es ist halt ganz weich. Und hier hinten, das seht ihr glaube ich nicht so gut, da seht ihr es, da hat es auch diese Teile, dass man so abreißen kann. Finde ich auch ganz praktisch. Ja, das ist für einen Kumpel, der super schöne Bilder malt und manchmal seine Bilder mir auch zur Verfügung stellt, dass ich die umwandeln darf und dann im Shop benutzen darf. Zum Beispiel die, was Miss Fruchteis gezeigt hat, diese persische Frau. Das ist zum Beispiel von einem Bild von ihm, ist diese persische Frau mal entstanden. Ja, und weil ich dankbar bin, dass ich das so benutzen darf, da bringe ich ihm dann halt manchmal Sachen zum Zeichnen mit und schenke ihm die. So, ich ziehe jetzt hier einfach mal bunt raus, weil ich das nicht sortiert habe, ehrlich gesagt. Ja, diesen Block hier fand ich ganz cool. Die hatten auch irgendwie nur noch zwei von diesen Blöcken. Einen mit, oh, jetzt habe ich sie hinten auch noch kaputt gemacht. Einen mit so helleren Farben. Und einmal den hier. Und haben wir gleich wieder repariert. Zack. Ein bisschen Deckelglue drauf. Ein bisschen angedrückt. Das wird schon wieder. So, genau. Da sind halt verschiedene Standteile, Sticker, Papier und hier anscheinend auch kleine Geschenkboxen dabei. Die sind wahrscheinlich schon fertig ausgestanzt, den nehme ich mal an. Das hier ist einmal schon mal Papier. Das fühlt sich auch ein bisschen an, wie, also das ist so ganz feines Papier. Ach, guck mal, das ist sogar groß. Also das nicht ganz wie Seidenpapier. Seidenpapier ist ja noch viel dünner und zwei verschiedene Seiten. Aber es fühlt sich schon. Ja, es geht schon leicht in die Richtung. Das kann man vielleicht benutzen, um Sachen zu verpacken oder so. Also ganz feines Geschenkpapier. Ich würde sagen, ist Größe A3 in etwa. So, jetzt packe ich die nicht mehr auseinander, sondern zeige euch nur noch so die Motive. Und hier haben wir so ein Rosenmuster und innen drin so ein schönes dunkles Rot. Ja, das ist auch ganz süß gemacht hier, dass das hier so zack rein ist. Ich stehe eigentlich nicht so auf Blumen, aber ich finde dieses Rosen, die Farben sind halt einfach total schön. So, dann gucken wir mal hier weiter und dann sind hier die gleichen Teile nochmal als kleinere Papiere. Und noch viel mehr. Oh, das ist ja schön. Wow. Ja, und dann scheinen die sich aber irgendwann zu wiederholen, oder? Sieht das nur so aus? Na, hier. Also das finde ich zum Beispiel totenhässlich. Aber dafür ist die andere Seite ganz schick.
Ja, genau, und da hier wiederholt sich es dann schon. Ja, total schön. Als nächstes kommen dann hier so Karten, die man dann einfach nur so abreißen kann. You are perfect to me und ja, Happy Birthday. Also verschiedene Sachen, die doch ganz süß aussehen. Ich hoffe, ihr hört gerade den LKW da draußen nicht. Dann haben wir hier nochmal Karten, die ein bisschen kleiner sind. Der Rückseite einfach mit so Karos und die kann man tatsächlich auch als Postkarten verwenden. Also könnte man das quasi als Briefpapier, aber dafür ist es ein bisschen zu dünn. Ach, wie süß, ja. Die Püppchen sind ja auch ganz niedlich. Ja, theoretisch, wenn man das hier so einmal abreißt, dann hat man schon ein fertiges Pocketletter. Da muss man nur noch die Außenhülle ein bisschen verschönern. Nur hier könnte man tatsächlich, wenn man das so abgemacht kriegt und das nicht kaputt geht, dann könnte man hier so eine Box, die dann aufspringt, wisst ihr? Wo die Dinger nicht zusammengeklebt sind. Erinnert zumindest daran. Ja, die Rückseite hat hier tatsächlich auch ein Motiv. Auch total schön. Für ja, die Frau von meinem Vater, die steht total auf ihrem Garten. Und das finde ich zum Beispiel für sie, könnte ich da was Schönes draus machen. Ja, hier mal das ist. Ist das auszustanzen? Nein, ist es nicht. Das sind einfach nur so runde Teile. Kann man dann was Schönes reinstempeln vielleicht. Ich gehe das jetzt ruhig mal in Ruhe durch. Und hier dreht sich das Teil auf einmal um. Okay, das scheint ein Fehler zu sein, aber ist ja nicht so schlimm. Ja, die sind echt hübsch, die Mädchens. So, und hier haben wir ihre Stanzteile, die man dann ausstanzen kann. Hier noch ein paar mehr. Und hier dann so ein paar Tags. Auch ganz schön. Ah, da ist auch hinten dann sogar noch was dran, dass man die auch als Geschenkteile verwenden kann. Ja, hier nochmal Stanzteile. Ja, so kleine Listenteile mit Zielen. Winter, Frühling, Sommer und Herbst. Auch nicht schlecht. Und dann eben mit Today und This Week. Einfach, oh, hier ist This Month. Ach ja, das haben, es gibt es immer. Nee. Muss ich mal gucken. Also hier haben wir die Jahreszeiten. Hier haben wir einen Monat. Hier ist ein Monat. Hier ist auch noch ein Monat. Hier ist was zum Geburtstag. Ja, Woche, Woche, Woche. Okay, also haben wir dreimal Monat, viermal Woche und einmal Jahr. Ja, dann ist quasi für ein ganzes Jahr einmal ausgestattet. Ja, hier sind noch mehr Stanzteile, hier auch. Und nochmal Text. Auch wieder ein bisschen anders. Nochmal diese Teile. Hier haben wir das auch noch mal. Ah ja, und hier kommen jetzt Aufkleber. Chill Day. Ja, total schön für für mein Bullet Journal, was ich überhaupt nicht weitergeführt habe, ehrlich gesagt. Aber ich habe das ja damals schon gesagt, als ich es angefangen habe, dass ich gespannt bin, wie lange ich es durchhalte, weil ich einfach bei sowas nicht so konstant bin. Bin einfach nicht der Typ dafür, der sich jeden Tag hinsetzt und ein Tagebuch schreibt oder etwas in seinen Bullet Journal schreibt. Aber es macht mir trotzdem zwischendurch Spaß, da mal drin rumzukritzeln und irgendwelche Seiten zu machen. Und die Ziele, die ich mir gesetzt habe, also ja, wenn ihr am Anfang geguckt habt, wie ich im Moment aussehe, das mit dem Abnehmen hat überhaupt nicht geklappt. ich bin ein bisschen faul momentan und krieg meinen Hintern einfach nicht hoch, Sport zu machen und dann nehme ich halt auch nicht ab. So einfach ist das. Mein Körper braucht Sport, um abzunehmen. Genau. Ja. Aber ich kann im Moment ganz gut mit leben. Ja, hier nochmal und ihr seht, das schimmert so schön. Und hier haben wir dann auch nochmal so verschiedene Aufkleber. Und hier kommt anscheinend nochmal dieses feine Papier. Und hier hinten haben wir dann noch mal ein paar Aufkleber, schwarz-weiß und hier so ein Täschchen
wo man ein kleines Geschenkchen reinpacken kann. Ja, fand ich auf jeden Fall ziemlich cool, das Ding. Ich habe es mir so genau noch nicht angeguckt, deswegen habe ich es jetzt mit euch einmal zusammen durchgeguckt, weil ich hatte nur hier hinten drauf gesehen. Wie gesagt, sie hat nur noch zwei von diesen Teilen. Und eins war mit so helleren Farben. Das hat mir nicht gut gefallen, das habe ich nicht mitgenommen. Weil ich bin auch mittlerweile so, ich habe ja schon mal gesagt, ich müsste eigentlich mein Zimmer mal aussortieren, weil ich wahrscheinlich über die Hälfte der Sachen niemals verwenden werde. Es gab halt so eine Zeit, wo ich gedacht habe, ich muss alles haben, ich muss alles haben. Damit ich alles Mögliche machen kann und habe ja dann auch viel gemacht. Und ja, aber irgendwie waren dann diese fertigen Sachen, waren dann irgendwann auch alle Leute mal beschenkt und ich wusste dann schon gar nicht mehr, wem ich da mal was Gutes tun kann. Und deswegen sind dann ein paar Sachen, die fertig waren, auch liegen geblieben. Sonst habe ich es ja auch so gemacht, dass ich zu Weihnachten dann mal Sachen an euch verschenkt habe, die ich dann selbst gemacht habe. Aber letztes Jahr habe ich echt keine Zeit und Energie gehabt, da so einen Adventskalender mit euch zu machen. Und deswegen sind halt einfach viele Sachen liegen geblieben. Und ja, mal gucken, da fällt mir vielleicht noch was zu ein, was ich damit mache oder. Ja, vielleicht mache ich auch irgendwann mal so eine große Geschenkaktion. Ach, mal gucken. Irgendwas wird mir irgendwann schon einfallen. Oder es kommen halt Freunde mal, die haben Kinder und die können was gebrauchen. Dann gebe ich denen was mit. Auch alles kein Ding. So. Ja, dann war hier so ein Heftchen noch, was ich auch ganz nett fand. Da habe ich auch noch nicht wirklich reingeguckt. Das mache ich jetzt aber, glaube ich, mal ein bisschen im Schnelldurchgang. Das sind hier Stanzteile, jawohl. Ja, hier ist dann wieder so eine durchsichtige Seite, die ich voll cool finde, wo ich voll viele Sachen von habe, ist aber einfach nicht hinkriege, das mal irgendwie schön zu verarbeiten, weil ich es halt immer schwierig finde, das zu kleben. So, das hier sind Aufkleber. Das habe ich übrigens mitgenommen, weil ich finde, hier sind super viele Sachen, die auch für Männer mal cool sind und irgendwie habe ich immer nichts, um Männer Geburtstagskarten und so zu machen. Und greift dann trotz, dass ich hier so viele Sachen habe, manchmal auf gekaufte Sachen zurück. Und das finde ich voll doof. Und deswegen fand ich, dass dieser Block, hier ist das Papier übrigens ein bisschen stabiler, ja, super. Guckt euch das mal an. Das ist doch voll geil für eine Männerkarte. Also Bart jetzt vielleicht nicht. Und Holz, ja, Holzoptik kann man immer für alles verwenden. Hier sind wieder Stanzteile. Und ich finde halt, das ist wirklich so ein bisschen, also wirklich auf Mann gemacht halt, ne? So Army und hier steht ja auch For Man und so. Also Happy Father Day und lauter so eine Sachen. Und das finde ich richtig cool, wie gesagt, weil ich sonst immer nicht weiß, was ich für Männer machen soll. Oder hier so ein Controller, davon hätten sie ruhig mehr reinmachen können von dem Stanzteil hier. Das braucht man doch öfter mal. Aber ja, auch die anderen Sachen halt verschiedene Themen, was die Männer so interessieren könnte. Das ist die Seite für meinen Mann. Baustelle. So, hier haben wir dann die Cowboys. Die Grillmeister sind auch dabei. Ja, und dann hier nochmal so ein schönes Teil, wo man halt durchgucken kann mit verschiedenen Schriften. Ja, voll cool auf jeden Fall. Da hätte ich mir gewünscht, dass die davon zwei hätten. Dann hätte ich mehr mitgenommen. Aber die hatten davon auch nicht mehr so viele. Das hier ist Seifenblasenzeugs zum Auffüllen, was ich immer wieder brauche, weil ja, viele Kinder halt hier sind und die lieben es, Seifenblasen zu machen. Ich mag das übrigens auch, das macht echt Fun. Und da kann man auch tolle Fotos mitmachen. Ich habe von meiner Freundin und mir jetzt, am Wochenende waren wir im Harz fürs Wochenende mit dem Wohnmobil. Und da haben die Kiddies auch Seifenblasenteile gehabt und da haben wir dann coole Fotos gemacht. Genau, und deswegen habe ich gleich 2 Liter, weil die kosten irgendwie 95 Cent oder so der Liter. Und da habe ich gedacht, komm, scheiß drauf. Ich kriege das nämlich nie hin, dieses blöde Zeug selber zu machen. Ich habe so viele Rezepte ausprobiert und bei mir klappt das nicht. Also keine Ahnung, wie Leute das machen, dass das bei denen funktioniert. Die zeigen das Rezept im Video, die zeigen, wie es danach funktioniert und bei mir funktioniert es nicht, obwohl ich genau die gleichen Zutaten nehme. Naja, so ist das.
Genau, und deswegen habe ich gleich zwei, weil die so günstig waren. Ich wollte nicht zu viele Sachen nehmen, weil das Gewicht im Wohnmobil muss man ja beachten. So, hier ein Stempelset mit Zahlen und dann so ein paar Satzzeichen und Mathezeichen. Ja, habe ich mitgenommen, weil so große Zahlen habe ich nicht. Und dann dachte ich mir, das kommt hier oben direkt an meinen Schreibtisch und bleibt da immer. So, ich werde jetzt einfach mal ein paar Sachen hier auf den Tisch kramen und dann zeige ich euch den Rest. Passend zu den Seifenblasen habe ich hier gleich nochmal zwei Teile mitgenommen. Die bekommt aber die Tochter von meiner Freundin in ihre Schultüte. Also die sind nicht für mich. Ich habe aber noch genug von diesen Flaschen da rumliegen. Deswegen nicht weiter wild. Wenn ich schon mal bei ihr bin, dann bleibe ich gerade mal da. Und zwar habe ich hier noch ja, so Haarspangen und Haargummis. Die steht halt im Moment total auf Meerjungfrauen. Und deswegen bekommt sie dann solche Haargummis mit Meerjungfrauen. Hier habe ich so ein paar bunte. Und dann liebt sie es, mit Perlen sich Ketten und so zu machen. Und deswegen habe ich ihr dann so ein paar Röhrchen mit Perlen mitgenommen. So, ich habe hier gerade meine Balkontür offen und da ist gerade ein LKW vorbeigefahren. Das war echt laut und jetzt ja, habe ich mal kurz Pause gemacht. Also, hier habe ich ihr ein paar Perlen mitgenommen. Hier sind so ein paar durchsichtige und hier solche grün. Und hier hat sie dann so typische Mädchenperlen. Ja, das ist für ihre Tüte auf jeden Fall schon mal, also ein Teil davon auf jeden Fall. Und hier ein Stift mit Elsa. Ja, Anna und Elsa, also Frozen geht ja irgendwie immer. Und das ist halt so ein Holo Zeug. Da seht ihr es, dass die einen immer anguckt oder beziehungsweise irgendwie immer von einem wegguckt. Also die bewegt sich auf jeden Fall da drin. Ja, so, das sind so ein paar Kleinigkeiten schon mal für ihre Schultüte. Schwubbi. So, für mich habe ich hier so ein paar Klebeteile mal wieder mitgenommen. Ich glaube, die sind sogar, hier sieht es so aus, weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, dass es so ein Streifen ist und dass man die immer abschneiden kann. Ja, die haben immer in der Mitte ein Verbindungsteil. Die werde ich aber einzeln benutzen. Die sind halt mal schön groß. Das sind nicht so eine Mini-Dinger, die ich sonst immer habe. Das gefällt mir ganz gut. Die werde ich bestimmt auch benutzen, vor allem, weil ich die Farben auch total mag. So, dann hatte ich mir mal überlegt, irgendwann, ich weiß gar nicht mehr wann. Na, das andere da. Solche Blüten zu basteln. Und da habe ich mir hier in den Farben, die ich doch immer am liebsten mag, mir solche Blütenteile mitgenommen. Ich glaube, ich habe auch irgendwo welche rumfliegen, aber nicht so viele. Und die habe ich auch, glaube ich, schon mal irgendwo benutzt bei irgendeinem Mixed Media Projekt. Ich weiß aber nicht mehr, bei was genau. Ja, finde ich auf jeden Fall total schön und da werde ich mir dann ein paar Blümchen mitmachen. Als nächstes fallen mir hier diese Glue Pens in die Hand oder Glue Marker. Sind halt Stifte, die dann anscheinend kleben. Und da habe ich mir gedacht, ich habe ja diese Folien, diese Veredelungsfolien, wo man dann, na, sagt schnell, wo man zum Beispiel, wenn was klebt, und dann könnt ihr diese Folie da drauf rubbeln oder pressen oder wie auch immer, und dann, wenn man es abzieht, dann bleibt die Folie halt da, wo man den Kleber hatte. Und deswegen habe ich die mitgenommen, weil da kann man dann ganz cool selbst was schreiben. Und ja, dann, ja, die sind noch trocken, die muss man wahrscheinlich erst ein bisschen runterdrücken, dass die, ja, genau, dass die anfangen zu kleben. Wird hier mal ein paar Mal klopfen, oder wird schon, hier noch nicht. Ja, drücken wir mal ein Momentchen runter. Ja, ich weiß nicht, ob die verschiedenen, doch genau, die haben verschiedene Breiten. Ja, da kommt jetzt der Kleber, da seht ihr es schon. Oh, der scheint auch,
Naja, so mega klebt der nicht, aber für Papier reicht das allemal. Also da gibt es halt einmal diese Spitze hier, so seht ihr es glaube ich noch am besten. Und dann gibt es hier halt eine breite Spitze oder eine breitere. Wartet. Ach, brauche ich ja jetzt eigentlich noch nicht. Also die ist halt ein bisschen breiter. Genau. Meine Herren Ruhe. Ja, die Stifte, die kommen hier vorne gleich mit in den Schreibtisch sortiert. Die werde ich hier immer benutzen. Was habe ich noch mitgenommen? Genau, ich habe mir Draht mitgenommen. Und zwar erstmal diese drei feinen und dann hier so ein breites noch. Das Kupfer, ne, fand ich total schön. Ich habe letztens bei irgendeinem, bei Miss Fruchteis in einem Video gesehen, da hat sie eine Post bekommen von jemandem. Und die hat so einen Fotoapparat mit solchem Draht nachgebogen. Das fand ich voll cool, weil die Mama von meiner Freundin, die fotografiert halt und auch meine Freundin. Und das war halt so, dass das dann wie eine Klammer ist, wo man wie so ein Lesezeichen halt. Das fand ich total cool, das will ich nachmachen. Das werde ich mir nochmal in dem Video von Miss Fruchteis angucken, wie das aussah. Und dann werde ich versuchen, das nachzubiegen. Ja, und dann hier einmal Kupfer, Gold, Silber habe ich nicht gesehen. Hätte ich aber auch, glaube ich, nicht gewollt, weil Grün fand ich auch mal ganz cool. Und das hier werde ich heute wahrscheinlich für ein anderes Video noch benutzen. Ich habe nämlich noch was vor heute. Genau, und da werde ich entweder das oder das heute schon einmal benutzen. So, dann habe ich was für mein Nähzimmer geholt und zwar Gummibänder. Gummiband kann ich nie genug gebrauchen, besonders jetzt, wo ich ein bisschen zugenommen habe. Ein bisschen dolle. Ja, da sind halt so bequeme Hosen der Renner. Besonders wenn ich zu Hause bin, laufe ich eigentlich nur noch in diesen bequemen Hosen, die ich mir halt selber nähe, rum mit Jersey-Stoff, die dann schön schlapperig sind und dann oben halt ein Gummiband haben, also ohne Reißverschluss und ohne Knopf und so, dass nichts drückt. Und ja, dafür habe ich mir diese Gummibänder mitgenommen. Und ihr seht, da sind halt 6 mm mit 10 Metern, dann 20 mm anderthalb und 30 mm auch anderthalb. Genau, und so ein breites Gummiband ist echt angenehm zu tragen. Genau, ja, und die kleinen, wenn jetzt wirklich eine zweite Corona-Welle kommt, so wie es aussieht, ist das so. Da gehe ich stark von aus, dass jetzt demnächst doch wieder alles verschärft wird. Leute, geht einkaufen. Wichtig. Deckt euch ein bisschen ein. Wer weiß, was noch kommt. Sicher ist sicher. Wisst ihr, ihr schmeißt es ja nicht weg, ne? Es sind ja Lebensmittel, die haltbar sind. Und wenn man was hat, dann ist es besser, als wenn man nachher dumm dasteht, ne? Genau, nur ein kleiner Tipp von mir. Ich werde mich auf jeden Fall noch mal ein bisschen eindecken. So, ja, wie gesagt. Gummibänder, mega bequem zu tragen und die Teile kann ich vielleicht für Masken noch mal benutzen. Deswegen bin ich überhaupt auf das Corona-Thema gerade gekommen. Genau. So, dann habe ich was mitgenommen, was ich eigentlich von Action überhaupt nicht mehr mitnehmen wollte und zwar Stempel. Aber ich konnte nicht anders. Die waren einfach sowas von süß. Die mussten einfach mit. Und ich mag ja eigentlich überhaupt keine englischen Sprüche, die fand ich aber trotzdem echt cool und habe mir gedacht, komm, das sind Sprüche, die versteht jeder, denke ich zumindest. Und ja, die kann man doch mal irgendwo verwenden. Dann habe ich das Teil hier noch mitgenommen, da fand ich hier diese Borte schon mal gar nicht so schlecht. Aber auch diese Vintage-Sachen finde ich ganz cool. Und hier ist auch noch eine Stanze dabei für diesen Vogelkäfig. Ich weiß nicht, warum jetzt ausgerechnet für den Vogelkäfig, aber naja, ist halt so. Ja, fand ich ganz süß. Werde ich wahrscheinlich nicht wirklich benutzen, aber egal. Dann habe ich diese Teile hier mitgenommen, diese Ornamente, ja, für Mixed Media. Wenn ich dann mal wieder was mache, finde ich immer ganz süß, die drauf zu kleben oder festzumachen oder so. Und dann ja, dran baumeln zu lassen, weil hier sind ja bei manchen sind ja hier Ösen, dass man sie auch einfach dranhängen kann unten. Die fand ich ganz süß und ich finde, die kann man immer so rumfliegen haben. Die benutzt man auf jeden Fall irgendwann.
Ach ja, hier habe ich noch einen Draht vergessen. Den habe ich noch in rosa, den etwas dickeren. Und wir neigen uns schon langsam dem Ende. Ich habe hier nur noch ein paar Stanzteile mitgenommen. Bei denen bin ich mir nicht sicher, ob ich die habe oder nicht. Also ich habe so ähnliche. Aber ob das jetzt die sind oder die Größen, weiß ich nicht. Ist aber auch nicht so wild. Selbst wenn, dann verschenke ich sie halt. Aber bei denen hier war ich mir ziemlich sicher, dass ich die nicht habe. Und deswegen habe ich die einmal mitgenommen. So ein bisschen Stern, Kreisstern technisch. Und dann eben einmal hier. Das hier in der Mitte ist, glaube ich, so ein... Achso, ja, das da kommt dann so ein dünner Rahmen. Der hat zwei Kringel und da kommt dann so ein schmaler Rahmen bei raus. Und in der Mitte noch ein Kreis. Auch ganz süß. Ja, genau. Die kamen nochmal mit. Und zu guter Letzt habe ich noch was für meine Haare. Ne, war noch gar nicht das Letzte. Aber ja, eine Haarspange. Ich eigentlich ganz gerne mir die Haare hoch mache, weil es mich immer nervt, wenn es so warm ist, wenn die Haare in meinem Nacken sind. Also entweder mache ich sie mir so nach vorne, dass der Nacken frei ist und die Haare alle vorne sind, oder ich mache mir die Haare irgendwie hoch. So, ein paar Sachen habe ich noch, und zwar hier einmal dieses Zeugs hier, Acryl Painting. Ich denke, das ist so eine Grundierung, glaube ich zumindest. Also All in One. Keine Ahnung, ob's. Na, geh mal auf. Natürlich nicht auf. Na. Ach so, da muss man erst das Ding abmachen. Okay. So, und jetzt geht's auf. Und ich mache mal einfach noch so ein bisschen was auf dem Finger. Ja, das sieht aus, als wenn das. Ups, ich krieg's immer noch nicht hin mit dem. Ja, das ist eine Grundierung, die dann durchsichtig wird. Und ja, die wird garantiert matt sein, nehme ich an. Ja, und da kann man dann halt vorher, oder vielleicht kann man das auch mischen, dass ich dann, also vielleicht wird es genau das gleiche sein wie das hier, nur im Matt wahrscheinlich. Ich habe nämlich hier die beiden Sachen mir auch nochmal mitgenommen. Ihr wisst vielleicht, früher habe ich mir ja die Jelly Plate mal selbst gemacht und habe dann mit den Farben hier, das wird ja durchsichtig, und habe dann halt Farben damit gemischt. Und später auf dem Papier war das dann so, ja, ich habe jetzt auch keins davon hier rumfliegen, dass ich es euch zeigen könnte. Die waren dann so, ja, war halt durchsichtig. Also an den Stellen hat man halt dann nicht so viel Farbe gesehen, oder die, ja, verdünnt kann man auch nicht sagen. Habe ich sie nicht irgendwo? Nee, habe ich nicht. Ich habe es hier einfach nicht rumfliegen gerade. Vielleicht gucke ich mal und verlinke euch mal dieses Jelly Plate Video, dann könnt ihr mal sehen, wie ich das gemacht habe. So, und hier noch einmal hautfarbene Acrylfarbe. Die ist aber auch für meinen Freund, weil der halt viel auch Menschen und so zeichnet. Und dann dachte ich mir, okay, der kann Hautfarben auf jeden Fall immer gut gebrauchen. So, ja, das war's. Ich muss auf jeden Fall noch rausfinden, was das hier ist. Ich dachte, das wäre eine Grundierung. Aber jetzt, wo ich es in der Hand hatte, würde ich doch behaupten, dass es das hier ist. Und dann weiß ich nicht, ob es glänzend ist oder nicht. Aber ich werde nochmal gucken. Vielleicht weiß es auch einer von euch. Dann schreibt es mir in die Kommentare. Da freue ich mich. Dann brauche ich nicht suchen. Okay, ihr Lieben. Ja, das war's. Mehr habe ich beim Action eigentlich nicht geholt. Ich habe noch ein paar Hundesachen, Hundeleckerlis und so gekauft. Aber die habe ich jetzt hier nicht gezeigt, weil zum Teil sind die schon aufgegessen. Und die waren jetzt unten in der Küche. Und ich hatte jetzt keine Lust, nochmal runterzugehen. Genau. Okay, ihr Lieben, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.